Hi, ich bin's wieder, eure JJ. Und welche haben gesagt, dass ich nicht weiß, was ein IQ ist. Aber ich weiß, was ein IQ ist. Und weil ich weiß nämlich alles und deswegen erkläre ich euch das jetzt. Und zwar ist IQ, das ist im Kopf drin von Geburt, wo man geboren worden ist. Richtig krasser Deutschland. Da war es schon im Kopf drin. Und es ist irgend so ein Teil mit Zahlen. Da sind so Zahlen drin irgendwie. IQ, Abkürzung für Intelligenzquotienten. Dies berechnet den Anteil deines Leistungsvermögens, deines Intellektuellen in deinem Scheißkopf, Mann! Und jeder hat eine andere Zahl. Es gibt 100, 500, es gibt 10, 12 und so. Und bei mir ist 40, weil ich kann mir das merken, weil wenn Fieber 40 ist, dann ist das zu viel und deswegen kann ich mir das Du merken. hast ein IQ von einem Scheiß-Aldi-Toastbrot, was aufgeweicht ist. Meine Fresse, wie kann man denn so dumm sein? Weil nämlich ich habe davon irgendwie so zu viel und zu viele Zahlen ist immer das Beste. Das Einzige, was du zu viel hast, ist die Scheiße in deinem Scheißkopf. Mein Gott, ich krieg mich nicht mehr ein, dieses Miststück. Tötet es, bevor es Eier legen kann. So, und das heißt IQ, weil das ist nämlich so eine Abkürzung. Und zwar I im und das andere für Kopf. Deswegen heißt es IQ im Kopf. Pow! Sie ist das perfekte Beispiel eines dummen weiblichen Individuums. Markiere jemanden, der das auch sehen muss und Anteilnahme an dieser Dummheit haben muss.